Linda, Sie spielen jetzt eine Saison in Frankreich. Wie ist das gefallen? Ja, es hat mir bis jetzt sehr gut gefallen. Wir waren sehr erfolgreich. Wir haben uns für die Champions League qualifiziert. Ja, das war unser Ziel heute. Leider sind wir im Pokal ausgeschieden. Aber ja, wir haben ein Ziel erreicht und darüber bin ich sehr glücklich. Wie war das, um in Paris zu spielen, eine ganze Saison? Ist das anders als in Deutschland? Ja, es ist ein sehr professionell geführter Club. Das merkt man an allen Ecken und Kanten. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich freue mich natürlich auf die nächste Saison mit neuen Herausforderungen der Champions League. Und ich denke, da können wir ganz viel schaffen. Okay, und dann, Sie spielen normal mit Deutschland die Euromeister in Schweden. Wie sehen Sie das? Ist Deutschland die Favorit mit Frankreich, Schweden? Ja, ich denke schon, als amtierender Europameister sind wir auch ein Favorit, aber dazu zähle ich auch Frankreich, Schweden und ja, letztendlich auch Holland. Ja. Warum Holland? Weil ich finde, dass sie sich sehr gut weiterentwickelt haben und mittlerweile einen sehr guten Fußball spielen. Okay. Ja, und es ist alles möglich. Man wird sehen, wer gewinnt. Wir werden alles versuchen, um wieder zu gewinnen. Aber ja, man wird es sehen. Ja, und jetzt gibt es ein bisschen Ferien jetzt oder schon? Jetzt haben wir noch ein Spiel. Ja. Nächste Woche gegen Guingamp. Und ja, und danach haben wir ein paar Tage Ferien und dann bereiten wir uns aber mit der Nationalmannschaft auf die Europameisterschaft. Ja, und warum mussten die Leute nach Schweden kommen für das Frauenfußball? Ja, die Leute müssen nach Schweden kommen, um schönen Fußball zu sehen. Ich denke, es ist, wir spielen mittlerweile einen sehr attraktiven Fußball und der ist sehr schön anzusehen. Und ich denke, Schweden ist auch ein toller Austragungsort und da kann man auch ein bisschen Ferien machen. Okay, danke schön, viel Glück. Bitteschön.